Die einzige Nebenwirkung ist, dass Familie und sowas, die nicht mehr glauben, sich abwenden. Aber das ist die einzige Nebenwirkung. Unter meinem letzten Video gab es ja ein bisschen Kritik in den Kommentaren und Max von Hyperraum hat sogar ein Kritikvideo zu meinem Video gemacht. Viel Kritik kam aber, denke ich, durch Missverständnisse zustande, beziehungsweise weil man als Zuschauer ein paar Details zum Anruf nicht wissen konnte. Die häufigste Kritik war ja, dass es falsch war, meinen Kumpel als verrückt darzustellen, obwohl er ja viele Wahrheiten ausspricht. Zu keinem Zeitpunkt habe ich aber gesagt, dass er nur Bullshit redet. Meine Formulierung war: Mein Kumpel scheint am Telefon etwas verrückt. Überlegt genau, was diese Aussage eigentlich bedeutet. Diese Aussage hat sich dann scheinbar bei vielen im Kopf umgewandelt zu: Mein Kumpel ist völlig verrückt. In vielen Sachen bin ich absolut einer Meinung mit meinem Kumpel. Also, dass wir selbst gewissermaßen Götter sind. Ich weiß auch genau, was er mit dem Jesus-Denken meint, etc. Das Gespräch ging auch insgesamt über 2 Stunden und die Kamera hat davon einen Großteil nicht aufgezeichnet. Viele deuten die Tatsache, dass ich über das meiste, was er gesagt hat, lache, als ein sich lächerlich machen über seine Aussagen. Aber ich habe einfach nur gelacht, weil ich auf DMT war und man dann sehr gut über solche Wahrheiten lachen kann, aber natürlich ebenfalls über Quatsch, den er geredet hat. Das Ganze war ja auch ein Videoanruf und er hatte auch durchgehend ein dickes, fettes Grinsen auf seinem Face, was ihr als Zuschauer natürlich nicht wissen konntet. Und es steht natürlich völlig außer Frage, dass er definitiv auch einige Dinge gelabert hat, die eindeutig Bullshit waren. Wenn dann Leute sowas geschrieben haben wie: Ich glaube, du verwechselst seine spirituelle Erfahrung mit einem psychotischen Zustand, dachte ich mir dann immer so: Er hat gedacht, dass die Aliens kommen und ihn gleich Leute in die Klapse stecken wollen und hat für den Februar 2021 das Ende der Welt prophezeit. Das sind keine spirituellen Erleuchtungen, sondern das ist einfach nur ein verrückter Drogenwahn. Und das hat er selbst bei unserem nächsten Telefonat, als er wieder etwas klarer denken konnte, gesagt. Vielleicht hätte ich im Video noch ein bisschen deutlicher machen sollen, dass ich nicht alle Aussagen von ihm verrückt finde. Das Problem ist aber auch, dass YouTube einem in letzter Zeit wegen so lächerlichen Dingen einen Strike reindrücken will. Und das kombiniert damit, dass die Leute mir ständig vorwerfen, ich würde Drogen zu sehr verherrlichen, führt dazu, dass ich mich bei vielen Videos eventuell sehr dazu zwinge, Aspekte, die Droge irgendwie negativ scheinen zu lassen, besonders betone. Der Simon vor 3 Jahren hätte wahrscheinlich einfach nur gesagt: Yo, hier ist ein verrücktes Gespräch zwischen mir und meinem Kumpel auf DMT, zieht es euch rein. Einerseits finde ich gut, dass ich in letzter Zeit mehr Warnungen ausspreche, weil Drogen wirklich sehr gefährlich sein können. Aber andererseits sind die Warnungen irgendwie ein bisschen zu gezwungen. Was sagt ihr, wenn das euer Kanal wäre, wie würdet ihr versuchen, eine ausgewogene Balance zwischen der negativen und positiven Darstellung von Drogen zu finden? Okay, schauen wir uns noch ein paar weitere Kritikpunkte von Max' Video an. Diese Aussage klingt so ein bisschen so, als wäre die Gefahr, eine Psychose zu bekommen, bei DMT-Breakthrough-Erfahrungen irgendwie höher, als wenn man einfach so DMT in niedrigen Dosierungen konsumiert. Und das ist einfach so dahergesagt und es gibt absolut keine Anhaltspunkte dafür. Ich glaube, es ist absolut unklar, inwieweit, wie hoch wirklich das Psychoserisiko überhaupt bei DMT-Konsum ist. Klar, DMT kann vorhandene Psychosen eventuell auslösen. Aber wie hoch das Risiko ist, weiß man nicht. Und dass irgendwie die Gefahr einer Psychose noch höher ist bei einem Breakthrough als bei niedrigen Dosierungen, ist einfach nur so von dir in den Raum gestellt, Simon. Und ich finde, sehe das halt ein bisschen kritisch, weil das irgendwie Leuten Angst vor Breakthrough-Erfahrungen machen kann. Eine DMT-Breakthrough-Erfahrung ist etwas sehr Heftiges und ich finde, da sollte man schon ein bisschen Angst davor haben. Ja, es ist richtig. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass man bei Breakthroughs eher Psychosen erhält als bei kleineren Dosen, ohne dass ich das vorher aufwendig recherchiert habe, weil das für mich irgendwie logisch scheint. Je stärker der Trip, desto eher wird es eine stressige Belastung für die Psyche, was eine Psychose auslösen kann. Ist Max dann der Meinung, dass man von einer Microdose LSD genauso eine Psychose bekommen kann wie von einem 200 Mikrogramm Trip? Ich habe auch nirgends Stories gefunden, wo Leute von einer geringen Dosis LSD oder DMT eine Psychose erlitten haben. Bei starken psychedelischen Räuschen bildete ich mir selbst schon des Öfteren ein, dass ich den Verstand verloren habe. Woraus ich schließe, dass das bei
dass das Psychoserisiko bei starken Trips erhöht ist. Natürlich bin ich hier auch open-minded. Wenn ihr mir erklären könnt, inwiefern die Dosis keinen Einfluss auf das Psychoserisiko hat, dann ändere ich schnell meine Meinung. Hier an dieser Stelle sagt dein Kumpel dir quasi, dass er gedacht hat, dass er vielleicht gleich in die Klapse eingeliefert wird und dass er halt wahnsinnig wird. Also eigentlich eine total ernste Sache. Und jedes Mal, wenn er das sagt, lachst du dich eigentlich nur kaputt. Und ja, ich finde, das könnte man eigentlich ein bisschen ernster nehmen und deinen Kumpel da vielleicht ein bisschen mehr supporten in seiner tiefgreifenden Erfahrung, die er da hatte. Über dieses Thema tauschen wir uns eigentlich noch deutlich länger aus. Das war aber leider ein Part, wo die Kamera ausgegangen ist. Und weil mein Kumpel während des Anrufs die ganze Zeit gegrinst hat, wusste ich auch, dass der nicht wirklich denkt, dass er in die Klapse muss. Also er dachte es wirklich direkt nach dem Trip, aber zu Zeitpunkt des Telefonats dachte er das nicht mehr. Ja, also und was ich ja auch echt weird finde, ist, dass du während dem Telefongespräch und während du das Video aufnimmst, die ganze Zeit immer weiter noch an der DMT, an dem DMT-Vaporizer ziehst. Also das finde ich ja ein bisschen respektlos auch der Substanz gegenüber. Ich finde es immer komisch, wenn Leute sagen, dass etwas respektlos gegenüber einer Substanz ist. Eine Substanz hat, soweit ich weiß, keine Gefühle und es ist ihr egal, was man mit ihr macht. Klar sollte man insofern Respekt vor einer Substanz haben, dass man sie nicht bei einem falschen Set und Setting nimmt, aber als der Anruf reinkam, war ich ja sowieso schon im Rausch und im Rausch und konnte daher ganz gut einschätzen, dass ich darauf klarkomme. Auch von vorherigen Erfahrungen konnte ich das ganz gut einschätzen. Ich fand es richtig spannend, da zu diskutieren, während ich den Rausch hatte. Und überhaupt, das ist eine krasse psychedelische Substanz. Und wer konsumiert denn solche Substanzen, während er telefoniert? Das ist wirklich seltsam. Moment. Ja. Ja, hallo Mutti. Mhm. Ja. Ja. Ja, mir geht's gut. Mhm. Ja, alles gut bei mir. Ja. Das war witzig. Ja, also man könnte schon argumentieren, dass es unhöflich war, während des Anrufs immer weiter zu konsumieren. Was ihr aber als Zuschauer nicht wissen könnt, ist, dass ich ihm wenige Minuten bevor er angerufen hatte, ein Bild geschickt hatte, wie ich gerade konsumiere, sodass ich mir dachte, dass er angerufen hat, gerade weil ich so ein bisschen im DMT-Rausch war und wir dann so ein bisschen die gleichen Vibes haben. Ja, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt hilfreich ist, dass du deinem Kumpel jetzt gerade sagst, dass das die Symptome von einer Psychose sind und ihm damit quasi die Idee noch weiter in den Kopf bringst, dass er jetzt in die Klapse kommt und dass er psychotisch sein könnte, sondern man könnte damit ganz anders umgehen. Und dein Kumpel braucht, glaube ich, definitiv Support und Menschen, die irgendwie sich mit solchen Erfahrungen auskennen. Nee, der brauchte keinen Support. Also falls ihr dachtet, oh, der Arme, er denkt, er wäre verrückt und Simon redet ihm noch mehr ein, dass er verrückt wäre. Ich kenne ihn schon richtig lange und weiß, dass der das easy wegstecken konnte und mir das nicht übel genommen hatte. Der war in diesem Moment nicht irgendwie total verletzlich. Wenn der während diesen Aussagen komplett ängstlich und verunsichert drauf gewesen wäre, hätte ich da komplett anders reagiert und hätte ihm meinen Support angeboten. Da ich das jetzt einfach alles so sagen könnte, ohne dass es stimmt, habe ich nochmal meinen Kumpel angerufen und ihn nochmal zu diesen Sachen befragt. Oh, du fährst gerade Auto. Ich bin in Holland. Du bist in Holland, nice. Die Engel haben mich geschickt, Weed zu holen. Die Engel haben dich geschickt, Weed zu holen. Ich hab gedacht, du machst eine Pause. Ja, Mann, ich hab mich letzter Zeit wieder so ein bisschen aufgeregt. Ich muss was zum Runterkommen haben, Alter. ich dachte, du ziehst es mit der Pause durch, Mann. Ja, ich mache auch Pause von dem anderen Zeug, aber ein bisschen Kipfen so ab und zu. Ich werde auch nicht viel, aber ich brauche auf jeden Fall was zum Runterkommen. Ich drehe gerade das Teil 2 zu dem Video, weil einige... Okay. Ja, muss man auf jeden Fall machen, weil wir haben ja viele Sachen besprochen und da ist ja gar nicht viel drin gewesen. Ja, weil das Gespräch ging ja 2 oder 3 Stunden, glaube ich, und ich habe nur 20 Minuten reingeschnitten. Weil es gab ja so quasi einige, denke ich, Missverständnisse und... Kritik an dem Video. Ja, klar. Und das lag auch darin, das war 5 Minuten nach dem DMT-Trip, meine Gedanken waren ja auch voll verstreut. Ja, so. Das ist sowieso klar. Du hast ja das Video von Hyperraum gesehen, auch schon, oder? Ja.
Ja, Und klar. das haben auch viele gesagt und ich wollte mal fragen, weil ich war natürlich ich war ja auch berauscht während des Gesprächs. Ich hab ja auch viel Müll gelabert. So ist es nicht. Ich habe auch die ganze Zeit, also wenn man sich die ganze Aufnahme hört, also bei der vollständigen Aufnahme vergesse ich auch immer die ganze Ja, aber Zeit. zu deiner Verteidigung muss ich auch sagen, ich habe das Thema ja auch selber runtergespielt. Ich habe auch gelacht. Weil die tun so, als wärst du jetzt, aber ich habe das ja, weil das ist ein verrücktes Thema, so weißt Ja, du. Und genau. ja. Das war auch meine erste Frage, weil viele haben so das irgendwie so respektlos gesehen, dass ich die ganze Zeit gelacht habe, aber quasi nur weil ich gelacht habe, das Ich habe heißt auch gelacht, ja, ja. genau, weil die Leute, die haben ja quasi nicht gesehen, die haben ja nicht das Bild gesehen, was ich gesehen habe, und du hattest auch die ganze Zeit ein Grinsen drauf. Und wenn du jetzt quasi, weil die Leute dachten irgendwie so, dass du irgendwie voll zerstreut warst und irgendwie so einen Seelsorger gesucht Ja, hast, ich aber weiß. So, ja. als wenn mein Leben im Arsch Ja, genau, als wäre dein Leben im Arsch, aber du bist ja voll drauf klargekommen, wenn du jetzt irgendwie so geschaut hättest, so, oh Scheiße, was mache ich? So, meine Existenz ist in Frage gestellt, dann hätte ich da auch ganz anders reagiert, weil ich hatte ja selbst schon mal einen schlechten Trip und Aber hätte. du kennst mich ja auch, weißt du, so weißt, Ja. dass ich Ich weiß ja, dass du drauf ich. klarkommst. So, bei keiner anderen Person hätte ich sowas Ja, ich gesagt sag wie. das auch. Ja. Sag das auch, weil das ist wichtig. Ja. Das ist crazy, ja? Ja. Das, worüber wir sprechen. So, da darf man noch mal ein bisschen lachen, weil wir Ja. sind in einer Welt, wo wir so konditioniert sind, dass es sowas überhaupt eigentlich gar nicht gibt. Und jetzt auf einmal kommen alle Leute raus und erzählen darüber. Ja. Hey, wenn wir die Position geswitcht hätten und ich säß da, ich hätte genauso gelacht über dich, weißt du? Du musst auch sagen, dass ich dir selber auch gesagt habe, dass du mich auch challengen sollst, weißt du, Ja, weil das ist so. genau. Genau, weil ich brauche halt jemanden, der mich auf die Erde wieder Ja, runterholt. genau. Eine Frage quasi noch. Die Leute haben auch immer kritisiert, dass ich während des Telefonats weiter DMT konsumiert habe. Hat dich das genervt oder war das dir egal? Also, ich finde dein DMT-Konsum sowieso fraghaft, weil DMT ist für mich dieser Breakthrough, dieses Nuckeln. Also ich weiß persönlich nicht, was mir das bringt, so, weißt Ja. du? Wenn du sagst für dich, das ist okay, dann ist mir das aber auch egal, so, ne? Ja. Das ist, wenn du, weil du weißt doch, du rauchst es, weil du weißt doch, für dich ist es gut. Ja. So, dann Ja. musst du es auch gar nicht sagen lassen, so. Also für mich ist es also quasi, ich verstehe natürlich die Unterschiede zwischen Breakthrough, das ist natürlich noch eine ganz andere Ebene und so, wenn man Breakthrough macht. Aber so, wenn ich so eine Low Dose mache, dann nehme ich mir jetzt nicht vor, da oder ziehe ich so die krassen Weisheiten daraus. Ich denke mir dann einfach so, ah ja, das ist so jetzt kurz ein bisschen Spaß haben, so. Aber würdest du sagen, also du hast gesagt, du findest meinen DMT-Konsum im Allgemeinen fragwürdig, aber würdest du sagen quasi, aber war es dir egal, dass ich währenddessen DMT konsumiert habe? Ja, wenn du weißt doch, dass es für dich gut ist, Ja. dann sage ich auch nicht, dass du es aufhörst. Ich habe ja noch nie gesagt, dass du aufhören sollst zu rauchen, Ja, stimmt, sondern du ich habe hättest dir es ja gesagt, mach sagen wieder können, Spray. so. Du hättest es ja sagen Nein, können. es stört mich aber nicht. Ja, okay, ja, genau, Ich finde also. sogar, weißt du, ich fand sogar gut, dass du auf DMT warst, weil Ja. ich war auf DMT und ich habe dich angerufen und du warst gerade in diesem Zufall, in diesem Moment auf DMT Genau. irgendwie voll strange, so. Also, Ja. deswegen konnten wir uns wahrscheinlich schon unterhalten, weil wir auf so einer Wellenlänge Genau, waren, das ne? glaube ich auch, DMT. nämlich, genau, weil ich habe das in dem Zeitpunkt für mich so wahrgenommen, als hättest du mich gerade angerufen, weil ich auf DMT war, weil ich hatte dir ja vorher das Bild geschickt, so, wo, und hab mir gesagt, ja, ich gönn mir gerade, und dann hast du mich direkt angerufen im Sinne von, ah ja, der ist jetzt auch auf DMT und dann ist man vielleicht eh auf Nee, einer wusste ich gar Wellenlänge. nicht. Nee, nee. Wusste ich gar nicht. Ich hatte diesen Breakthrough gehabt, hatte meine Bitch da, und mit der konnte ich nicht reden. Ich so, Alter, ich muss irgendwen anrufen, ich muss das Ach irgendwen sagen, so. ja. Dann habe ich natürlich an Ach dich so, du gedacht. hast es gar nicht gesehen, weil ich hatte dir nämlich kurz bevor du angerufen hast, hatte ich dir so ein Bild geschickt, wie ich so DMT konsumiere, und dann dachte ich, dass du mich wegen dem Bild angerufen hast und dachte, dass du da quasi auch. Ich hatte keine Zeit, so auf mein Handy irgendwie zu gucken, Ach was du da so, so, weil ich war im lol, Gedanken dann habe ich das ja ganz anders wahrgenommen. Weißt du aber zum Beispiel ein paar konkrete Sachen, die du während des Anrufs gesagt hast, wo du im Nachhinein denkst, so, ah ja, das war jetzt einer der verrücktesten Sachen, oder Ja, die du im Nachhinein nicht mehr ich so. habe gesagt, im Februar 2021 Genau! soll ich mich Scheiße! Genau! Genau, weil das fand ich halt im Nachhinein halt auch das Verrückteste, was du gesagt hast. Mann, das ist doch bescheuert, das ist Ja, doch klar. genau, Pass auf, die Welt wird nicht untergehen. Das war ein Fehlinterpret. Für weil. manche wird die Welt untergehen, aber nicht für uns. Ja, genau, weil die Leute, So, die haben keine immer so Ahnung. gesagt, die Ja. Leute haben halt so gesagt, so, weil ich so gesagt habe, ja, das kann einen so verrückt machen und so. Und dann haben die Leute gedacht, dass ich alles als verrückt sehe, obwohl
es halt eindeutig, obwohl ich halt nur solche Aussagen meinte und sowas wie am Februar 2021 geht die Welt um, und das ist ja quasi eindeutig verrückt, weil die Leute haben ja dann sowas gesagt wie, hey Simon, ich glaube, du verwechselst eine spirituelle Erfahrung mit irgendwie psychotischen Zügen und so, und da habe ich gedacht so, da ist doch nichts spirituell daran, wenn du denkst, also, dass die Welt untergeht. Ich muss sagen, das mit dem Weltuntergang, das war eine Tiefpsychose. Das habe ich aus der Psychose mitgenommen. Ja, und dann finde ich noch so einen allgemeinen interessanten Aspekt so, weil viele haben ja so gesagt so, ja, der soll mal kürzer treten und so, aber du hast quasi ja jetzt eine Phase, wo du keine solche Drogen mehr nimmst. Ich war gestern Party machen ohne Drogen. Genau, er war gestern ohne Drogen Party machen. Und ich werde jetzt auch in letzter Zeit, werde ich mir diese harten Substanzen, werde ich mir, glaube ich, nicht mehr geben, weil ich habe alle Informationen, die ich daraus habe. Ich kiffe ab und zu mal ein, um runterzukommen, weil ich sowas wie ADHS habe, und wenn ich nüchtern bin, bin ich halt zu hibbelig. Ja, also weißt du? Terence McKenna hat auch immer gesagt, if you get the message, hang up the phone. So. Ich glaube, ich kenne keinen, der noch mit 50 oder 60 seinen Drogenkonsum hat. Man hat irgendwann ausgesorgt, ne, mit Informationen. Und für mich ist das einfach nur, für mich war das nicht zum geil chillen, sondern für mich war das zum spirituell weiterbilden, und ich bin jetzt spirituell weitergebildet. Was soll ich mich jetzt noch weiterbilden? Ja, genau. Vielleicht werde ich noch einmal werde ich noch Ayahuasca nehmen zum Abschluss, das kannst du dann sagen. Ja. Und das reicht dann auch, glaube ich. Aber quasi hast du jetzt aufgehört, weil du alle quasi Nachrichten sozusagen, also alles weißt, was du erfahren wolltest, oder hattest du auch irgendwelche Nebenwirkungen? Irgendwelche Nebenwirkungen oder die Trips waren nicht mehr so gut oder? Nein, es hat sich einfach nur verbessert, mein Leben. Es gibt keine einzige Nebenwirkung. Die einzige Nebenwirkung ist, dass Familie und sowas, die nicht mehr glauben, sich abwenden. Aber das ist die einzige Nebenwirkung. Okay. Aber die glauben einfach nicht. Die denken, man ist halt bescheuert, ne? Meine ganze Familie. Ich habe gar keinen mehr, von dem ich mit dem rede. Aber du hattest doch... Die sind doch alle Christen und glauben an Gott, aber die glauben nicht. Okay, aber du hattest doch jetzt aber auch davor jetzt nicht so guten Kontakt mit denen. Nee, das stimmt. Und deswegen, ich weiß ja, was für Probleme sind. Deswegen jetzt, durch die Drogen, weiß ich ja, welche Probleme in der Familie sind. Deswegen bin ich zu denen hingekommen, hab versucht, mit allen zu reden. Interessiert keinen. Ich würde noch gern weiterreden, aber ich muss noch die Steuern machen. Heute ist ja der 10. Hast du schon gemacht? Ich habe meinen Steuerberater angerufen. Ich habe da gesagt, wir schließen das. Ich mach dicht. Ich will nicht mehr im System hängen. Hä, aber das funktioniert nicht einfach so. Ich verdiene 120.000, also du kannst auch sagen, ich verdiene richtig viel Geld, 120.000 Euro, 100.000 Euro, und ich muss 50.000 Euro an Steuern zahlen. Echt? Dann musst du noch mehr und noch mehr und noch mehr. Du musst 50.000 Euro an Steuern zahlen im Monat? Ja, wenn ich 100.000 verdiene, zahle ich 50.000 an Steuern. Alter, krass. Aber quasi, du kannst. Ja, ist krass. Aber du kannst dich ja nicht einfach so quasi rauskoppeln, dann kommen ja irgendwann die Pfänder und. Ich werde einfach keine Einnahmen mehr generieren, weil ich brauche keine Einnahmen. Ach so. Ich hab ausgesorgt und damit lebe ich bis zum Ende so. Ich will Steuern zahlen, okay? Ja. Aber ich will nicht 50.000 Euro zahlen, wenn ich 100.000 verdiene und wenn jemand anderes nur 200 Euro Steuern zahlt und dann mir noch sagen muss, was für ein Arschloch ich bin, weißt du? Ja, okay. Ja, das verstehe ich auch. Also ohne Scheiß, wenn ich 100.000 im Monat verdienen würde, würde ich mir auch denken, Alter, ich hab so hart gehustelt, dass ich die 100.000 verdiene und dann muss ich davon 50.000 abgeben, ey. Das wird mir auch so wehtun. Einfach so. Und die haben nichts gemacht. Und ich hab ja nicht mal 50.000 im Monat zum Ausgeben. Ich gebe ja nur für mich 3.000, 4.000 Euro aus. Ja. Und der Rest liegt auf der Bank. Und die nehmen sich alles und geben es aus die ganze Zeit. Die haben viel mehr von mir als ich von mir. Was? Aber die sollen nicht so dreist sein und mich auch noch vor Gericht setzen und, oder mir 6 km/h 15 Euro noch aus der Tasche ziehen jedes Mal. Aber das sind ja. Da hört es immer auf. Aber das sind ja andere Behörden. Nein. Das ist der deutsche Staat, ja, für den ich 50.000 Euro im Monat zahle. Ja, und aber wenn du sowieso so viel verdienst, warum sind dir dann die 15 Euro wegen zu schnell fahren nicht egal? Ab hier habe ich dann mit ihm darüber diskutiert, inwiefern es sinnvoll ist, sich einfach zu weigern, gewisse Strafzettel zu bezahlen. Ich finde es im Allgemeinen ein bisschen schade, wie viele nach dem vorgestrigen Video dann direkt behaupteten, dass ich wohl einfach closed-minded bin und einfach keine spirituelle, philosophische Ader habe und einfach zu dumm für die tiefen Aussagen von meinem Kumpel war, obwohl ich eigentlich schon so einige philosophische, existenzielle Videos auf meinem Kanal habe und auch öfter in Livestreams über solche Themen rede. Check definitiv mal den Kanal von Hyperraum aus, der macht nice Videos. Ich nehme ihm die Kritik natürlich kein bisschen übel und
habe auch seitdem mit ihm darüber geredet und einige Punkte hat er ja nur kritisiert, weil er da nicht die vollen Informationen hatte. So, jetzt muss ich schnell das Video schneiden, weil ich will das möglichst schnell rausbringen und falls das Video hier so ein bisschen mehr versprecherer und unklarere Aussprachen hatte, liegt das daran, dass ich das, ja, möglichst bald raushauen will. Wuhu, ciao, ciao, wuhu.